Servus Leute, wir machen heute den Staubsauger Schlauch. Ich bin ja drauf gekommen durch einen YouTuber, der mich angeschrieben hat, dass sein Schlauch gerissen ist. Und dann dachte ich, schau mir meinen an. Und der hat genauso Risse. Seht ihr das? Über die komplette Seite. Hier, da habe ich versucht ein bisschen zu picken. Es haltet zwar ein bisschen, aber es wird dann irgendwie schlimmer. Also machen wir das. Es hat sehr lange gedauert, bis wir den Schlauch da gemacht haben. Das ist ein 3D gedruckter Schlauch, weil ich im Internet eben keinen passenden gefunden habe. Anscheinend wird keiner angeboten. Deswegen haben wir jetzt sicher über einen Monat lang sich mit dem gespielt, dass wir einen Schlauch zusammenbauen. Ich habe den konstruiert, das ist nämlich die vierte Konstruktion, was ich schon gemacht habe. Und ich habe da einen Freund, der sehr, sehr gute Drucker hat. Den werde ich dann eh noch unten reinschreiben. Nicht vergessen, diese Rollen müssen runter, weil unter den Rollen gibt es auch Schrauben. Sonst kriegt man das nicht auf. So, da sind die Schrauben. Da habe ich eine vergessen. Die ist offen. Die ist offen. Die ist offen. So, jetzt. So. Das ist der Knopf hier, was man drauf drückt. Da ist noch der Motor. Den Wellensensor und da ist der Schlauch. Dieses Teil gehört mit den weichen Seiten, also mit dieser abgerundeten nach unten. Der Schlauch war schon original angepickt mit Heißkleberpistole. Ich habe ihn schon einmal runtergenommen gehabt. Sehr, sehr gut. Also die Heißkleberpistole pickt sehr gut. Da habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Heißkleber. Ja.
Mein Mädchen macht mir alles kaputt. Der Kleber macht. Dann, das ist das sauber. Das noch nicht. So, schauen wir mal, ob er reinpasst. Ja, er wird reinpassen. Ups. Passt. Das ist so, und die weiche Seite geht her. Heiß. Es haltet ziemlich gut hier, aber ich tue trotzdem ein bisschen rein. Thank you.
Ja, da geht es nicht einmal auf. Dann läuft er. Da kriegst du noch etwas Kleber. So. So, Mama, bauen wir zusammen. Soll ich den umhauen? So, da gibt es dann. Gehört noch dazu. So. So. Sich da, wenn man zu viel tut, ein bisschen aufreiben, ne? Aber ich glaube nicht, dass das so ein Riesenproblem ist. Ich würde sagen, das ist uns echt gut gelungen. Er ist dicht und jetzt wird er mal getestet und schauen wir, wie lange er hält, aber ich denke, besser wie der. Okay, die werden wir natürlich auch, ich schätze mal so um die 15 bis 17 Euro angeben zum Verkauf.
Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden. Hat mich gefreut. Tschüss euch, Baba.